Na, ich hatte jetzt, also ich wusste, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Weil ich so ja öfters, ne? Na, egal. Oh. Mock. Muss ich mich ein bisschen anders drapieren, damit ich den Vogel da reinwerfen kann. Bist du vielleicht ein bisschen näher ran? Komm, ich werfe dich einfach mal. Das schaffst du schon. Braves Viech. Genau, awesome. Ja, dann holen wir uns mal das Artefakt. Tagesartefakt erhalten. Und jetzt will ich mal ein bisschen was hören. What does Caius want? No. Sollen wir das Artefakt? Ach, egal. Nachdem das Paradox gelöst wurde, ist das Orakel erschienen. Das wirft weitere Fragen auf. Wer ist Kaios? Weshalb ist Jul hier aufgetaucht? Sollen wir das Artefakt verkaufen? Ist das Orakel in der Vergangenheit repariert? Wir fragen jetzt erstmal, ne? Das interessiert eigentlich am meisten. That man, Caius. Who is he exactly? I've seen his face before, in my dream. I thought I recognized him. But I don't think he's the man I used to know. He couldn't be here. Not in this time. Hallo? Ich will Infos. Woher kennst du den? Wenn nicht genau, dann halt nur bruchstückhaft. Ach, ich krieg einen Rappel. Oh, wir können ja auch reinfallen. Ja, das ist ja schön. Oh, da ist eine Uhr. Hallo, Uhr. Stehen geblieben auf 20 nach 12. War das die, wo man so ist, eine kleine Schulklasse? Ach nee, Gemeindehaus. Ach, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, blendet das. Oh Gott, Chocobo. Halleluja, bitte. Dann können wir das endlich mal hier ein bisschen untersuchen. Ohne dass uns ständig irgendwelche blöden, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Da ist das Dings, das will ich nicht. Aber ich will gern hier hin. Oh. Weil da ist noch eine Kiste. Können wir jetzt, Mock? Nein, können wir nicht. Nicht im Ernst. Toll. Ganz toll. Man steigt ab und rennt in den Zufallskampf. Naja. Aber so einen richtig traditionellen Kampf gegen so einen, ne, gegen Chaos, das war eigentlich gar nicht übel. Also einfach nur mal so ein Kampf, wo er dir gegenübersteht und dann kämpft. Auch wenn er sich ein bisschen hakelig bewegt hat. Fand ich zumindest. Ja, gut. Danke, Vogel. Ich will jetzt hier nochmal hoch. In der Hoffnung, dass diesmal kein Zufallskampf kommt. Und jetzt öffnen wir die Kiste. Und jetzt hätte ich gerne mal die Karte. Sehr schön. Wo waren wir denn überall schon? Schon an vielen Orten. Offensichtlich. Also ich will auf jeden Fall nochmal hier in die Mitte. Dann haben wir da einiges noch nicht abgelaufen. Na, und dann, ja. Machen wir uns weiter auf den Weg, würde ich sagen. So, Vogel, komm mal her. Mein Gott.
War so klar. Der Vogel springt da rum. Wie ein aufgescheuchtes Hühnchen. Großartig. Naja. Mal gucken, ob wir hier da irgendwie noch zur Rande kommen. So. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. Wir wollten hier entlang. Hier mal hoch, um zu gucken, ob da noch was ist. Da waren wir. Dann hier rum. Das haben wir jetzt auch aufgedeckt. Da waren die Baktis. Dann wollen wir mal. Nein, 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 nicht da. Oh. Und nochmal. Also es war nicht schlecht. Es war schon in der Nähe, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Hep, hep. Großartig. Gut, dann spring nochmal. Einmal absteigen und einmal Mock. Meister Mori, sehr schön. Dann wieder hier drauf und ich würde sagen, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um, ob ich irgendwas finde und wenn ja, schalte ich wieder rein. Bis gleich. Ich habe tatsächlich etwas gefunden, wobei ich gerade keine Ahnung habe, wie ich da dran kommen soll. Also ich denke mal hier mit dem Mockwurf. Großartig, dass mir jetzt wieder Viecher in die Fresse kommen. Ey, es ist unglaublich. Ich steige von diesem scheiß Vogel ab und sofort habe ich Kämpfe. Ey, das ist so lästig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kriege da echt Ausrast dabei. Naja. Was will man machen? Jetzt haut es jetzt mit Blitzgau um sich. Ach ja. Die Sarah macht das gut. Sie ist schon richtig mächtig und so. Ja, das war schön. Gut, jedenfalls. Lässt sich der anscheinend so weit schmeißen? Ja, er ist direkt davor. Das Urartefakt erhalten. Ja, immerhin. Gut. Dann wollen wir jetzt mal ganz kurz zurück zum Portal und dann mal gucken, wie es weitergeht. So, ich bin am Portal und dann wollen wir mal. Ja. Mal gucken, was passiert. She was the same. The same face, the same voice. But even so, she didn't know me at all. You mean you? Yes. Well, no questions? Oh doch. Etwas über Jewel bereitet Noel Sorgen. Er wundert sich, dass keine weiteren Fragen kommen. Wie möchtest du antworten? Die Antworten könnten dir schwer fallen. Ich werde nicht fragen. Es ist doch etwas Persönliches. Entschuldige, ich war Superman nett. Seems to me that if I ask, you'd have a hard time trying to answer. I know what it feels like, not being able to explain how you feel. So I won't ask. Thanks, Sarah. We'll talk about it soon. Sure. Lightning. Noel and I traveled to Erba. You wouldn't believe how much happened to us there. We found a prophecy that the Seeress of the Farseers had recorded. We saw a young girl called Yule, just like the Seeress.
Then we met a man named Caius. The man you were fighting in my dream. I guess what worries me the most, though, is that Noel looks sad. Sadder than I've ever seen him. And there's something else, too. The strange thing that both Caius and Yule said about the past. If you change the future, you change the past. I'm afraid of what that might mean for us. When Noel and I solved the paradox, we changed the future. Does that mean the past of Hope and the others has also changed? Wow, Federkranz Rot erhalten. Gab's das jetzt für Einfühlsamkeit? Summer und Noels Handlung haben die Geschichte verändert. Es ist eine Raumzeitdimension entstanden. Neu entstandene Raumzeitdimensionen sind gesondert gezeichnet, gekennzeichnet. Die Null in der Jahresangabe wird mit einem X ersetzt, was das Einläuten einer neuen Ära markiert. Statt J, also JS10, wird hierfür also JS1X angezeigt. Oh Gott, in beiden Fällen handelt es sich um die Raumzeit 10 Jahre nach dem Sturz von Cocoon. Durch die von Sarah und Noel hervorgerufenen geschichtlichen Umwälzungen besitzen die Menschen in der neuen Zeit andere Erinnerungen und sind Zeitzeugen einer gänzlich anderen alternativen Geschichte. Sowohl die alte als auch die neue Raumzeitdimension lassen sich in der Chorosphäre ansteuern. Das heißt, das ist jetzt die normale. Und da haben wir alle Fragmente, wir sind so gut. Und hier ist dann diese andere. Ja, doch, meinetwegen. Das heißt, dass es auf jeden Fall Parallelwelten gibt. In der ist das Bild gestört und in der nicht, gehe ich mal von aus. At the summit of Yasha's stands the ruins of the Farseer City Padra. This was the capital of a flourishing civilization, storied in the annals of Grand Hulse. Here, the young Hope Estheim is leading the academy in an effort to learn more about the mysterious Oracle Drive. However, this world is not like the world of 10AF that Noel and Sarah had visited previously. Things have changed. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es ja Tag. Vielleicht hat sich diese Eklipse verabschiedet. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.